So, liebe Leute, wir stehen immer noch hier. Ich begrüße euch. Ich weiß noch nicht, ob das eine Doppelfolge wird mit einem Spiel. Oder wer ist Doppelfolge, meine ich nicht. Ich meine, ob wir noch spielen heute, ja, gegen Nürnberg. Oder ob wir, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, mal noch ein bisschen in die Tiefe des Kaders gehen, müssen wir entwicklungstechnisch. Wir haben dem Prokopczuk jetzt ein Angebot gemacht aus unserer Jugend, dass er mal in die zweite Mannschaft hochrückt. Dann nochmal das restliche Jahr mit denen trainiert. Und dann schauen wir mal, wie wir nächstes Jahr aufstellen, wenn wir vielleicht mit der zweiten Mannschaft sogar aufsteigen sollten in die Regionalliga. Wenn. Ja, hätte, Fahrradkette. Von daher, heute kümmern wir uns mal so ein bisschen perspektivisch, weil wir haben wieder den Kampf verloren, was Transfers angeht. Da müssen wir langsam mal ansetzen. Also, defensiv haben wir hier, wir haben eigentlich auf keiner Position ein paar Jugendtalente. Wir könnten eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, frei von irgendwelchen Regularien suchen, also sprich von irgendwelcher Aufstellung. Wir können einfach gucken, was kriegen wir. Der Jüngste, der hier ist der Raschel. Also im OM vielleicht könnte man sich's sparen, aber mal so ein paar 17-, 18-Jährige hier hinterher schieben muss jetzt passieren. Das ist wichtig. Deswegen, wir gehen mal in die Transfermarktgeschichte. Wir bleiben hier mal ganz tiefenentspannt. Ja? Wir machen hier nichts rein. Wir machen nur realistische Transfers. Was ist denn auf dem Transfermarkt? Ja, das ist ja interessant. 17 und dann bis 17. So, da haben wir mal 4 17- bis 18-Jährige, ja, alle Spieler. Wir lunsen da mal ganz kurz rein. Wir sehen halt aber leider gar nicht, was die können. Ja, das ist natürlich bitter. Pinetu, Sumano, Stürmer. Ich weiß halt überhaupt nicht, was die können. Ja, Gehalt 13.000. So kommen wir natürlich nicht weiter, ne, über diese Geschichte. Das ist nur die Transferliste. Noch ein bisschen älter. Ah, mindestens 62 habe ich hier eingestellt. Das ist auch natürlich schwierig. Wer schafft denn das bitte? Da haben wir den Aaron Zehnter. Gibt es hier überhaupt welche? Wir wissen überhaupt nichts aus dem vom Transfermarkt. Keiner weiß hier, ob die was können. Und dann ist natürlich schwierig, was festzumachen. Wir müssen gucken, dass wir die, dass wir uns aus denen etwas raussuchen. Wie zum Beispiel hier. Ja, Jude Bellingham, klar. Aber wo wir zumindest ein bisschen Erfahrung haben, was können die Spieler eigentlich, ja? Suchkriterien. Also, lasst uns mal kurz reingehen, Sprache, bla bla. Das ist jetzt nicht so wichtig, das kann man alles beibringen. 16 ist schon sehr frisch, ja? Aber wir machen es mal wirklich unter 20. So, Stärke ist alles Formsache. Aber vielleicht kriegen wir irgendwie sowas. Ich muss immer hier mit reinmachen, nur realistische Transfers. Einfach mal raushauen. So, das ist das, was hier momentan unterwegs ist. Wie sieht es aus vom Marktwert? Der einzige, der hier bezahlbar ist, aus unserer Perspektive, würde ich sagen, mit 7,4 Millionen Ablöse, ist maximal der Kollege. Der Prinz Arning. Linker Verteidiger, ja. Sind wir gut aufgestellt? Ist der Puchatz da? Hat er da Einsatzzeiten? Kommt er da zum... Und dann ist er Dribbler, ja. Wie ist das denn bitte abzubilden? Was soll denn ein Dribbler als Linksverteidiger? Das ist absolut nichts, ja, für uns. Vertrag läuft 26 aus. Okay, das ist nichts. Der nächste, dann wird es schon sehr, sehr teuer. Ich glaube, dann ist für uns auch schon rum. Innenverteidiger, Startrennen, tolle Größe. Aber 1,6, 1,9. Can Usun, ja, ganz, ganz noch 20 Spiele, bis die Zusatzablöse von 180.000 fällig wird. Ach so, die haben den verkloppt, ja, wie viel? 1 Million Ablöse, hätte ich auch genommen. Also, der geht nach Serviette, ja, also für 1 Million Ablöse hätte ich den auch definitiv genommen. Halte ich mal ins Blickfeld, ja, was ist das denn bitte? Für eine 0, Tresoldi, Ulrich, Lukas, links, allgemein, auch wieder Dribbler, Leute, geht vor Ort. Quidraogo Asan, ja, kann der was? Ist der was? 17, 3 Millionen, okay, sind wir raus, gut. Da sind wir raus, ich kann nicht für einen Spieler so viel Geld ausgeben, da sind wir noch, also da ist unsere Perspektive einfach zu unbeständig, da wissen wir noch nicht, wo wir landen. Maximale Marktwert, hier mal runter, wenn es geht, so weit wie möglich, so 2,5, alle. Was haben wir denn jetzt? Jetzt wird es natürlich voll. Voller am vollsten. So, wir gehen tatsächlich marktwerttechnisch voran. Und wir wissen ein bisschen was über die Boys. Loon. Adam Loon, 17, defensives Mittelfeld. Okay, Werte, Konstanz ist schon mal stabil. Baut das Spiel auf, finde ich auch toll. Mir fehlt ein bisschen Charakter. Aber ist auf jeden Fall vielleicht bezahlbar für uns, ja, von Eintracht Frankfurt aus der zweiten.
Kevin Wiethaupt, anpassungsfähig. Ich suche mir jetzt erstmal, ich schaue erstmal durch und guck mal, ob ich hier ein bisschen was Krasseres finde. Das ist Sprachgenie. Osmani, Tristan, ja. Gefällt mir aber. Keke top. Stürmer sehe ich jetzt aktuell nicht, ja, oder zumindest jetzt nicht akut. Luke Bredigik. Ja, was kann er dann jetzt, ja? Medienscheu. Warum eigentlich? Er kann doch ein bisschen Fotos machen für Milchschnitte, oder nicht? Also, wo ist das Problem? Schweizer, Holländer, was hast du denn für eine geile Kombination? Allein für diese Kombination packe ich den ins Blickfeld. Das ist aber sensationell. Also, du holst ja gleich zwei Länder ab, ja? Also, und zwar auch noch eins, was gut bezahlt, ja? Die Schweiz. Tim Gollmann. Ja, hat sich. Entschuldigt bitte, liebe Leute, da muss ich jetzt mal abhusten, ja? Hat sich denn bitte das Bild ausgedacht? Ah, mein lieber Tim, sensationell. Adalan, dafür muss er schon aufs Blickfeld. Ach Gott, herrlich, sehr schön. Muss man mal einen Vergleich machen. Einmal Vergleich mit unserem Kral, ja, dem Pokalhelden-Kral. Um nicht, gucken wir mal, wie sieht's denn da aus? Tim Kroller ist bei, was, bei Standards besser? Wow, der ist richtig gut. Den finde ich zu gut, den Tim. Der ist gar nicht schlecht. Was ihm halt fehlt, ist Charakter mal wieder, ja. Gut, aber als Nachzügler, warum nicht, ja? Aber gut, ich weiß nicht, wie sieht's aus mit den Charakterwerten? Kommt da noch was oder bleibt das so, ja? Schade. Achso, wir waren noch nicht so weit. Tim Goller, hier mal geschaut. Weiter geht's im Blickfeld. Max Wey. Oh, Torwart, das ist es doch. Professionell, ehrgeizig, Fairness. Aber wie lange brauchst du? Wie lange sitzt er bei uns auf der Bank? Ja, kriegst du ihn kurzfristig eingesetzt schon? Und er ist teuer. Ins Blickfeld nehme ich ihn aber, ja. Nathan Wicht, Nathan. Aus der Schweiz. Nee. Holt mich jetzt nicht ab. Was ist das hier? Einzelspieler brauche ich überhaupt nicht. Mogultai links. Baran Mogultai. Hält die Linie links. Das ist nichts. Gelassenheit ist überhaupt nichts, ja. Niklas Jahn. Boah, es gibt nichts, Leute. Es gibt nichts. Ich schon, die Preise gehen nach oben und ja. Mattis Hansen von Paderborn. Das geht lange Wege. Hat da hier die. Nee, gefällt mir. Okay. Ich muss mich ja verabschieden von den Millionen-Themen, ja. Ich muss ja Geld in die Hand nehmen. 25. Ist zu lang. So lange können wir nicht warten. Defensives Mittelfeld. Professionell, das holt mich hier sofort ab. Ja, Physis ist da. Muss man nur ein bisschen noch fein schleifen. So, 3,4 Millionen haben wir bezahlt, bekommen. Für einen Spieler, ein Talent. Ein großes Talent, okay. Das heißt, er hat einen Marktwert von 700. Ich biete 1 Million. Und Anteil am nächsten Verkauf, gute 10%. Am Saisonende zu unserem Kader hinzustoßen, ja. Angebot ist raus. Nummer 1. Weiter geht's. 3 Millionen habe ich. Dann kann ich 3 Millionen verteilen. Das ist der nächste. Den haben wir uns angeschaut. Kann ich nochmal Angebot machen? Nee. Nicht begeistert, aber ich finde ihn gut. Und wir haben ja alternativ nicht viel gekriegt. 1,4. 1,5. Ich drücke jetzt einfach mal raus, mal gucken, was da kommt. 1,5. Weiter geht's. Aber er hat schon ordentliches Gehalt, ne? Ja, nee, geht. Ach, der Finn, ja. Aber da wird's noch teurer. Ist im Blickfeld, okay. Efe Kahn. Ich brauche jetzt noch ein bisschen was auf der Seite. Islam Din Halifa. Wird immer teurer hier. Nein. Oh. Finkgräfe. 19. Dribbler, nervenstark, primär linker Verteidiger, umschulen auf LM für Redondo Opoku. 1 Million kostet der Kollege. Teuer. Wir gucken gleich nochmal was anderes. Malik Deme, BC Young Boys, ja, von The Boys ist der Deme. Ich finde, Antrittsschnelligkeit, das hätte ich ja eigentlich gesucht. Oh. Ja, angucken. Er hat noch lange
1,12 ist er wert, 1,6 biete ich. Einfach mal raus. Anteil am nächsten Verkauf muss ich hier hochgehen, weil du müsstest eigentlich hier, glaube ich, schon 2 Millionen bieten. Einfach mal gucken. Ich will mal auf die Resonanz warten, was passiert. Samacke, Dribbler, das hat ja nicht geklappt, der geht ja wahrscheinlich zu Hamburg, wenn nicht alles täuscht. Jacket, ich gehe mal ganz kurz durch, die haben wir gesehen. Ne, das waren die anderen, die zu teuer waren. Ja, den musst du eigentlich auch ins Blickfeld, ach, habe ich gemacht, okay. Und dann gucken wir noch eins, und zwar Spieler suchen, Blickfeld, okay, alles klar, das sind die, lass die mal laufen. Jetzt gucken wir uns eins an, was noch viel interessanter ist. Und zwar Gehalt, nur realistisch, Vertragsspieler. 16 bis 21, Vertragsstatus weniger als ein Jahr, ganz entscheidend. Nur realistische muss ich immer drin lassen, weniger als ein Jahr, 16, mindestens Stärke 53. Okay, das ist nicht so viel, das ist aber gut, gefällt mir. Und diese Boys, ist denn da wieder der Beste? Diese Boys müssen wir jetzt antatschen. Das ist ein Spanier im offensiven Mittelfeld, sehr interessant. Aber der kriegt richtig Gehalt. Das haben wir ja gesehen. Ja, warum? Aber ich krieg nicht mehr, die geben mir halt nicht mehr Geld. Ich muss, und das ist jetzt, wir hatten das erzählt, irgendwo habe ich es gelesen in den Kommentaren. Ah, Bergi, du gibst da 500.000 aus für so einen alten Sack. Ja. Weil du musst das Gehaltsgefüge hier nach oben drücken. Ansonsten kriegst du halt auch keine besseren Spieler, ja. Das ist mir zu anstrengend. Tim Rossmann. Ja, gefällt mir. Tim Rossmann. Hat ein Riesenproblem bei Karlsruhe, dass die absteigen wahrscheinlich. Links außen, linkes Mittelfeld musst du rumschulen. Rumschulen. Darf man nicht so laut sagen. Niklas Jahn, Medienscheu, das geht mir nicht so rein, ja. Das gefällt mir nicht. Wenn, also mir ist es egal, ob er jetzt, er muss kein Medienprofi sein. Aber Scheu ist halt immer so eine Eigenschaft, wo ich sage, ja dann. Oder er ist so introvertiert und kümmert sich nur um sein Spiel. Kann ja sein. Marktwert 625.000. Einfach mal ein Angebot verhandeln. Ich mache jetzt einfach mal ein Angebot. Du bist Ergänzungsspieler. Lass uns doch holen. Der ist 600.000 wert. Kann doch nur vom Vorteil sein. 3 Jahre, musst dich gar nicht lange an uns binden. 65.000 bekommst du. Handgeld, du kriegst von mir 80.000. Du bist ja schon ein bisschen gespielt. So, Angebot ist letzte Wort. Drück doch raus. Ja, ist doch kein Problem. Wir müssen ja eh was tun. Mugultay, linker Verteidiger, 70. Gorka, Dennis Gorka. Gefällt mir auch, ja. Einfach mal draufpacken. Es ist halt ablösefrei. Das musst du halt sehen im Sommer. Den Nathan wichtig, gefällt mir. Der Jonas Sterner. Ah, ganz wichtig. Hält die Linie. Flexibilität, Fairness, rechtes Mittelfeld. Hercher und Bellarabi, die brauchen ein. Und dann natürlich. Ist doch nicht schlimm, dass du nicht begeistert bist. Du kriegst von mir einen ganz entspannten 2-Jahres-Vertrag, ja. Du kriegst ein Grundgehalt, was sich gewaschen hat, von 250.000. Und du kriegst einige Male den Einsatz bei uns. 5- und Ligaspielbonus, machst du 5.000 draus. Auflaufprämie, blub, nicht Abstiegsprämie, blub. Und hier gibt es dann keine Abstiegsgeschichte. Abstieg, ablösefrei. Okay, Option für Verein. Einfach mal rein, ja. Einfach mal rein. Angebot ist raus. Oh, der Verein. Sag ich ja. Du musst das hier nach oben drücken, ja, sonst kriegst du das nicht. Was ist denn euer Problem? Was soll ich ihm denn geben? 110, habt ihr den doch jetzt schon. Was haben wir denn bei dem anderen gehabt? Oh, sowas, ne? Ich werd wahnsinnig, Leute. Raus. Und nochmal hoch auf 90. Sag mal, Herr im Himmel. Was ist mit diesem Verein los? Wir haben doch Gehaltsbudget von 10 Millionen. Ich muss die Leute austauschen, die da oben sitzen. Jetzt. Oh, bitter. Gut, Baluk. Janis Turcan. Nö. Niklas Walter hält die Linie links. Oh, der ist aber stark. 70 schon.
Chemnitzer Regionalliga unterwegs. Boah, das ist top. Ja, also, die Gehälter, ja, was ist hier los? Ja, holen wir. Aber so einen müssen wir gleich 4 Jahre festmachen. Hamburg ist dran, Pauli ist dran. Ich gehe mir so auf den Sack hier. Ich guck mal, wo ich wieder ankomme. Alles klar, 200.000. Da hat's geklappt, da hat's geklappt. Luca Kerber, Saarbrücken, haben wir jetzt schon da ein bisschen Angebote. Bent Andresen, auch nicht schlecht, mal drauf. Jetzt habe ich ja ein paar Angebote laufen. Jetzt ist ja ein bisschen was am Start. Okay, lass uns mal nach vorne gehen, mal gucken, was kommt. Jetzt haben wir ja ein bisschen was in die Breite gedrückt. Wir wollen ja noch mal schauen für die Jugend, das ist ja nochmal nachgelagert. Angenommen, Angebot angenommen, oh. War das Millionen, ne? Philipp Mané haben sie auch angenommen. Und Dämmer haben sie auch angenommen. Also jetzt kriegen wir alle, oder was? Gut. 1,5 Millionen für Mané. Finde ich gut. Du wirst in der Regel spielen. Also Leute, 66, was soll denn da rangeführt werden? Vertragsbeginn. Komm, 4 Jahre festmachen, ist das gut für uns? 185.000? Komm, 200. Alles klar. Mal gucken, was passiert. Verhandelt, das Gleiche. Du wirst in der Regel spielen. Lass auch schöne Versprechen machen. 3 Jahre. Ah, der kriegt nicht so viel, ne? 150. Oh, der hat schon 85 bekommen. In Paderborn. 200. Geht nicht. Ich weiß nicht, wo das Problem ist hier. Was ist das Problem mit ihren Gehältern? Was ist los, Laudern? Ey, du musst hier ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Also der Vorstand geht mir voll auf den Keks. Ja, ich hätte den Verein kaufen sollen. Dann hättest du hier Ruhe gehabt, ja. Wie willst du denn bitte? Der kommt doch nicht für 20.000 mehr. Verhandeln. Deme, Young Boys. Du wirst in der Regel spielen. Also 3-4 Jahre müssen wir immer nehmen. Überaltertes Team ohne Zukunft. Ja, da bin ich ja bei ihm. Bei den Prämien. 120.000. Anscheinend ist das so ein bisschen hier einfacher dann. Gut. Alles klar. Finanzen geht nach unten. Oh, geht nach oben. Okay. Jetzt wird erstmal Geld ausgegeben. So, Angebot für Niklas Walter abgegeben. Hamburg mal wieder. Wollen wir es noch verbessern, das Angebot? Du wirst einige Male spielen. 4 Jahre. 200. Ich kann gar nicht mehr, oder? Doch. So, Walter. Hier, nein. Konkurrenz. Oh, die wollen ihn alle haben. Akzeptiert. So. Sie haben sich mit Dortmund über die Ablöse für Mané geeinigt. Bei einem Wechsel zu ihrem Verein müssen sie eine Ablöse von 1,5 bezahlen. 1 Million für Mathis Hensen. Und 1,6 für Malik Deme. Und die Transferliste gesetzt. Wer? Der Dardai. Ah, der Benke. Alles klar. Aber ist momentan nicht für uns. Wir haben eigentlich alles ausgegeben, was wir eingenommen haben und noch mehr. Aber das sollte auch wichtig, das müssen wir auch tun, um jetzt mal ein bisschen Spielermaterial ranzuholen. Nochmal besseres Angebot. Okay, ich leg nochmal nach. Anscheinend ist das hier das absolute Highlight-Spieler. 203, 240, ein bisschen da. Okay, da gehen sie mit. Warum? So, er wechselt. Wir haben einen neuen Innenverteidiger, einen 18-Jährigen. Oh, ist das ein Jungbrunnen jetzt, ja? Jetzt haben wir mal richtig was rausgehauen. Also, Filippo Mané. Im Sommer ein Innenverteidiger. Jonas Sterner, ein rechter Mittelfeldspieler von Holstein Kiel, kommt zu uns, ja. Oh, ablösefrei, ganz wichtig. Mathis Hansen wechselt am 1.7. für 1 Million, defensiver Mittelfeldspieler. Aaron Zehnter wechselt zu Hamburg, schade, hätte ich sehr gerne genommen. Niklas Jahn wechselt ablösefrei zu uns, kommt auch im Sommer, defensives Mittelfeld. Malik Deme kommt, er rechts außen soll er Gas geben, auch dabei, 1,6 Millionen. Scouting abgeschlossen, es ist sehr, sehr gut. Kann der was? 1,91. Oh Mann. Das ist einfach zu wenig, schade. Höchste Form gewinnt, so. Tomiak, sehr schön. Bei seiner Fähigkeit auch ganz gut auf der Position rechter Mittelfeldspieler machen würde. Rechter, okay.
Sehr schön. Das interessiert uns alles nichts. Ach, das ist toll. Gut. Ab geht's, Spieltag. Das war mal eine sehr interessante, es war eigentlich, wollen wir sagen, es war fast so eine zwanghafte Transferfolge, aber wir müssen es ja irgendwann mal eintüten, ne? Da ist wieder die Mucke aus dem Reservat, ja? Aus dem fränkischen Reservat. Wie so ein Wanderzirkus, ja? Die Klubberer. Ach Gott, herrlich. Also ich bin begeistert, wir haben neues Material und ich bin ganz happy darüber. Wie sich das alles entwickeln wird, das werden wir sehen. Ja, du kannst die Transfers abgelehnt. Er will einen Profivertrag, er will in die erste Mannschaft. Ja? Jetzt geht's nicht, vielleicht später mal. Er will in die erste Mannschaft, kriegt er auch. Probieren wir es. Ja. Wir müssen ja auch aus der Jugend was hochholen. Ansonsten kriegen wir ja auch irgendwann Probleme mit dem Financial Fairplay und Co. Ja. Also, wie sieht es weiter aus? Wen nehmen wir noch? Mit wem verlängern wir? Ach, mit Erik Durm, Spielerinfo. Kann man nicht hier ein Gespräch führen? Danach möchte er Vertragsablauf. Das ist dieses Jahr. Also ein paar müssen wir noch verlängern. Also Kraus nach dieser Saison. Also er ist erst 31. Spielergespräch. Machen wir mal nochmal happy. Ich brauche dich in Topform, das können wir mir ja sagen. Aber ich würde ganz gerne nochmal ein Jahr mit ihm. Nicht Transferstatus ändern. Verhandeln. Ein Jahr, komm. Mindestens zwei, okay. Ist Stammspieler. War dieses Jahr Stammspieler, warum sollte das nächstes Jahr nicht sein? Du bekommst gleiche Gehalt. Ein bisschen mehr, komm. Wir auch... Was zu verschenken. Zu Null Bonus. Boah, das ist brachial. 10.000 immer pro Spiel. Das ist klar, dass die da nicht mitgehen. 1,6. Nicht Abstiegsprämie. Raus. Was soll das? Du brauchst eher eine Aufstiegsprämie. Hier ist sie. 8. So, Auflaufprämie. So, feste Ablöse. Keine Ab. So, gucken wir mal, was er sagt. Gucken wir, was er sagt. Also ihn hätte ich ganz gerne noch ein Jahr länger. Ja, das ist uns klar. Ja, Puchatz. Marktwert 3,2 Millionen. Ach, joi. Das wird teuer, wenn überhaupt, ja. Das wird teuer. Ihn da irgendwie festzumachen bei uns. Philipp Hercher. Lass ich ziehen nächstes Jahr. Hanslik lasse ich ziehen. John Zimmer lasse ich ziehen. Clement, Lute, Soldo, Zuck. Alle sind raus. Und das wird jetzt auf der linken Verteidigerposition bitter. Das heißt, wir sind fast genötigt, 10 Millionen für Puchatz auszugeben. Das würde auch kosten, um da einen guten Linksverteidiger zu haben. Und ich möchte ihn ganz gerne in dieser Defensivgeschichte behalten, weil die gefällt mir, ja. Ich würde sogar fast sagen, den Durm noch eine Verlängerung zu geben, um ein Jahr vielleicht, wenn es geht. Okay, meine Lieben, das war's. Zwei Folgen ohne Spiel, glaube ich. Nee, doch, letztes Mal haben wir ja Pokal gehabt. Eine Transferfolge separat. Wir sehen uns in der nächsten. Ich bedanke mich bei euch, ja, für eure Aufmerksamkeit. Ist sehr, sehr schön. Lasst mir doch mal ein kleines Like da, ja, und wenn es geht, ein Abo. Und 100 Euro in bar. Spaß beiseite. Alles klar, meine Lieben. Bis dann. Macht's gut und bis zur nächsten Folge gegen Nürnberg. Ciao, ciao.